Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Ich habe meine Mütze vergessen, denn wir drehen schon wieder am Stück. Wir haben gerade diesen Bud Spencer Dry Gin getestet. Den schieben wir jetzt zur Seite, holen uns von hier drüben ein Paket Lanz Kron mit 4 Sorten. Und wenn wir damit fertig sind, haben wir hier drüben sogar noch ein Paket belgische Biere. Aber das ist egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Darf ich es auch mal ja, haben? Bitte, ah, oder willst du das jetzt mit ins Bett nehmen, Hannes? So kenne ich dich ja gar nicht. So richtig gierig so. Nein. Ist das das? Das sind alle 4 Sorten sogar am Rand so gezeigt. Das heißt, die 2 Sorten sind 2 andere wie die 2 Sorten. Es steht aber überall schön was dabei. Und eigentlich habt ihr hier so ein... Ja, so ein Griff zum Tragen, das hat Pupsi mitgebracht, als sie einkaufen war. Hat auch hier so eine Lasche zum Öffnen, das finde ich sehr speziell. Du machst das hier so auf. Wow. Wow, das funktioniert ja wirklich. Ja, und dann, ich weiß, habe ich überhaupt schon fürs Thumbnail? Ich muss es noch mal reinhalten, fürs Thumbnail. So. Dann könnt ihr das jetzt einfach hier abnehmen. Das ist auf jeden Fall lustig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man noch was... Das ist beschriftet Sorte 1 bis Sorte 4. Also fangen wir natürlich mit Sorte 1 an. Sorte 1 ist der Goldbock. Landskron Goldbock, vollmundig und kräftig. Untergäriges Starkbier mit 6,3%. Empfohlene Trinktemperatur 12 bis 14 Grad. Das haben wir heute schon. Rest braucht ihr euch nicht durchlesen, ist halt egal. Guckt euch, jetzt steht es halt hier. Sau Marianne, steht hier Goldbock. Was ist denn hier Goldbock? Das ist der Goldbock, genau. So sieht er aus, er hat ein schönes Etikett. Ne? Weiß gefällt mir, goldig gefällt mir, Landskron, komische alte Schrift. Ja, okay. Geht, kann man trinken bestimmt, ne? Das Etikett meine ich. Da der Kronkorken. Die Kronkorken sind auch alle zum Sammeln, die sehen auch schön aus, aber das wollen wir jetzt erstmal öffnen. Hannes, ich habe kein Feuerzeug dabei. Hannes, du hast wieder dein Ding dabei, oder? Ja, das machen wir nicht, dann nehme ich lieber mir hier die andere Flasche und mache diesen. Dann fliegt halt nichts rum, dann knallt es und scheppert es nicht, aber wir haben unseren Goldbock mit 6,3%. Görlitz ist es. Görlitz. Das ist aus Görlitz, das Teil. Woher sagt mir Görlitz was? Görlitz. Yo, Girl, wie sieht's aus? Jo. Zeig mal deinen Litz. So, das ist das Gold. Litz. Goldbock. 6,3%. Ich schenk mir ein, du schenkst dir ein, beim nächsten schenkst du dir ein und dann ich mir. Weiß immer nicht, wie man das aufteilt. Das muss ja ein bisschen so nach Gefühl gehen. Eine coole Farbe hat's aber. Das ist, die Gläser sind ja nur 0,3, aber wir haben ja hier 0,5, haben wir hier Bier. 29.02.2024. Ja, hätte man noch Zeit gehabt, ne? Hätte man Silvester noch eins aufziehen können. Ja, warte mal. Warte mal, sagt der Herr. Guck. So. Das ist nämlich wichtig, dass man einschenkt und dass es auch passt. Beziehungsweise beim letzten Mal, so bei den Tastings, haben wir immer gemacht, der eine füllt sein Glas voll und der andere schenkt sich den Rest ein. Und dann schenkt sich der andere das Glas voll und der Rest den Rest ein. Da ist das Goldbock, das sieht gut aus. Das stellen wir mal hier ab, zeigen es euch mal in die Kamera. Das ist auf jeden Fall schön glasklar, du kannst durchgucken. Nichts Trübes, Bernsteinfarbe ist am Start, oder? Ja, Rost. Wunderbar. Rostbraun. Rostbraun. So riecht's auch. Riecht angenehm. Was heißt, es riecht rostbraun? Findest du etwa, das riecht schon wieder so nach Eisen und Blut oder was? Ja, Blut ist ja okay, aber Eisen? Also das sieht interessant aus, das müssen wir mal probieren. Ja, es perlt sogar bei beiden diesmal. Ich guck mal zum Balkon so lang. Oh, du mal das. Hannes, jetzt hättest du fast den Fehler gemacht, es auszutrinken. Man muss ja einen Tasting-Schluck machen. Dann muss man sich's noch mal durch den Kopf gehen lassen. So habe ich das immer gemacht bei den Adventskalendern. Ja. Kurz mal getrunken und dann den Rest weggezogen.
Ich finde, es lässt sich angenehm trinken. Das ist jetzt schon mal vorweg. Besser als das, was hast du am Bahnhof Köstritzer? Ich glaube Köstritzer war das. Das war ein Pilz. Definitiv Pilz zu Erb und das ganze Zeug. Das ist ja jetzt auch wieder alles nicht gekühlt, das müssen wir ja dazu sagen. Das steht einfach in der Küche rum die ganze Zeit auf dem Fußboden und das war's. Also die Sonne knallt jeden Tag drauf, aber ich finde, das kann man gerade gut trinken. Wenn du jetzt noch ein Rostschutzmittel drauf hast, dann geht's. Rostschutzmittel, wir müssen den Wohlgemerkt, Rostschutzmittel. Nee, Landskron Goldbock. Das lässt sich gut trinken. Vollmundig und kräftig. Kräftig finde ich es gar nicht vom Geschmack, weil es halt so lieblich daherkommt. Kann ich gar nichts Negatives zu sagen, müssen wir vergleichen mit dem anderen. Also finde ich schon mal gut, hätte ich nicht gedacht. Habe gedacht, so ein Viererpack, was ist das schon? Sorte 2. Wir können ja gleich mal vorlesen. Hier steht nämlich, Sorte 2 ist Winterhopfen. Auf die Kamera drücken, wie die hier irgendwann mal angeht. Jetzt Sorte 2 Winterhopfen. Landskron Winterhopfen, süffig und feines Hopfenaroma, Aroma und ein gäriges Vollbier mit 5,3% Alkohol. Das ist dieses hier. Und da fällt mir, oh, guck dir das hier oben an der Etikette, schon diese Schneelandschaft an. Winterhopfen Festbier, das sieht gut aus. Das hat man gebraucht für unsere Wintermeile. Hier oben, da steht halt nicht dieses Landskron ganz groß drauf. Das Symbol ist da von Landskron. Ansonsten wieder schön, es funkelt, es glitzert, es leuchtet. Was wollte ich denn sagen? Es reflektiert, genau. Und da sind die Rentiere, da ist der Mann mit den ganzen Bierkästen hinten drauf. Und da ist auch schön, ja, dieser winterliche schönes Superwald. Etikett. Das als Winterbier macht einen guten Eindruck. Obendrauf ist natürlich nichts mit Winter, oder? Ja. Ist einfach nur eine alte, modrige Scheune. Anscheinend, ja. Hannes, ich mach's auf, du schenkst dir's ein. Jawohl. Zuerst, du bist der erste Hannes heute und deswegen tut's mich so erfreuen, was du da machst. Farbe recht ähnlich, wenn ich es von hier beurteilen darf. Hannes kann es, hat jetzt über die Hälfte gemacht. Schön schräg, dass das nicht so schäumt. Schwuppdiwuppi, babadibabab. Wie geht das, Hannes? Guck mal hier für dich, dass du mal ein bisschen Schaum ins Glas kriegst. Jawohl. So, also Etikett, richtig schön. Das gefällt uns beiden. Das erste sah sehr edel aus. Das zweite sieht sehr lieblich aus, also sehr detailgetreu. Mit dieser schönen Winterlandschaft. Gefällt mir auch sehr gut. Das hätte man eigentlich für die Wintermeile gebraucht damals. Für die. Ja, bestellst du so ein Vorpack, bestellst drei Vorpacks, dass du drei Bierflaschen vom Winter hast. Ja. Prost, Hannes. Es perlt. Es ist schon wieder glasklar. Das sieht gut aus. Die erste Farbe war ein bisschen kräftiger, glaube ich. Ja. Aber die sieht immer noch kräftig aus. Rostfreier war es. Rostiger, dachte ich. Rostiger, genau, nicht rostfrei. Mit mehr Rost dran. Ja. Was spricht's? Kräftiger ist es definitiv. Vom Aroma her ist er kräftig. Der Hopfen kommt etwas mehr raus als bei dem anderen. Das Kräftige war also nicht so kräftig, aber das Feine ist kräftiger, ja, wie das Kräftige. Ja, finde ich jetzt irgendwie schon. Kräftig war. Aber im Geschmack eigentlich sehr gut, ja. Hast du den Begriff vollmundig benutzt? Ja, vollmundig. Das erste war das Vollmundige, während das zweite vollmundig schmeckt. Das erste war das Kräftige. Die haben wohl die Beschreibung vertauscht. Anscheinend, das fällt mir dazu ein. Also ich fand das erste irgendwie ein bisschen besser. Beide lassen sich gut trinken, aber mir fehlt hier irgendwie was. Bei dem ersten habe ich noch so ein bisschen so... Ich fand das erste doch kräftiger als das. Du findest das kräftig? Ja, also ich finde das kräftiger. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es kräftiger. Es sieht beides gut aus. Man kann trotzdem beides gut trinken. Ja, sag ich mal. Deswegen ja. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen uns das nächste angucken, was das sagt. Das ist nämlich jetzt wichtig. Jawohl.
Dafür muss man aber mal hier den ganzen Karton rumdrehen. Ist dir jetzt etwa aufgefallen, dass auf dem Balkon da fette Party ist oder was? Naja, aber die Oma ist nicht da heute. Hier. Oh, das letzte ist das Lieblingsbier von dir. Hannes, jetzt fällt mir erstmal auf, die haben ja sogar, zeigen hier, das erste, das trinkst du in einem Glas mit Hängel. Das zweite trinkst du in einem Glas mit Boden. Pilzglas. Weißbierglas. Das dritte, was ist das? Auch ein Pilzglas. Das ist ein Kellerglas, genau. Und das letzte ist ein... Das ist... Ja. Genau. Auf jeden Fall haben die alle unterschiedliche Gläser. Das ist auch cool, dass das halt schön von der Verpackung, dem Karton, dem ganzen Design, der Aufmachung, finde ich das absolut top. Kommen wir Sorte 3, Landskron Keller Bier. Das Bier der Brauer. Naturtrübes, untergäriges Vollbier mit 5,2% Vollalkohol. So. Geschmack, süffiges Zwickelbier, wertvolle Inhaltsstoffe. Jetzt habe ich mir den Geschmack bei dem anderen gar nicht durchgelesen. Beim ersten stand kräftiges Aroma und samt weicher Ausklang. Beim zweiten edelsüffiges Festbier mit feinem Aroma, nur im Winter erhältlich. Und das ist der meiste mit 5,3. Jetzt hast du dein süffiges Suftbier mit Suft dran. Ah, die Kamera zeigt wieder, muss ich nochmal gucken. Das ist jetzt hier rot. So wie halt das Gold war und das Blau war, ist das hier rot, das passt aber auch. Landskron ist wieder am Start, wie das andere, das geht eine Marke durch. Gefällt mir immer noch Landskron, ja. Der Name weiß ich nicht, aber die Aufmachung, immer ein Genuss steht da noch mit dabei. Hinten kannst du noch einen VW gewinnen, ja, das ist richtig genial. Zuckerwerte. So. Zucker, oh, jetzt fang nicht an wie meine Mutter, deswegen. Ja, Entschuldigung, ich muss meinen Zucker. Entschuldigung, Hannes, das hättest du dir überlegen müssen, bevor du herkommst. Also, das jetzt ist egal. Anzufangen, auf Zuckerwerte zu nein, nein, aber. Ach du meine Güte. Das hat wenigstens weniger als 0,5 Gramm. Was heißt das? Wie viel hat ein normales Bier? Zwischen 1,5, glaube ich, oder 1,6. Von Oha bis. Ja, hey, wurscht. Ahui. Ich trink's trotzdem, ganz einfach. So, Hannes, das müsste jetzt aber passen. Wenn das jetzt nicht passt, dann weiß ich es auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Was waren denn die Eibauer, glaube ich, war das? Na, wenn du die Hälfte auf die Hose schüttest, ist kein Wunder, dass es dann reinpasst. Das Eibauer Beer Tasting fand ich, glaube ich, auch richtig cool, weil die Eibauers auch alle recht schöne Etiketten hatten, die alle sehr prunkvoll daherkamen. Wenn du so irgendwie einkaufen gehst, du siehst ja immer nur das Gleiche. Du siehst immer nur den gleichen Schmutz und alles sieht nur so babbig und matt aus. Und hier, da steckt extra was drin. Da steckt was drin. Steckst nicht drin in Menschen, ne? Hätte der Klaus jetzt gesagt. So. Das gefällt mir gar nicht. Ja, naturtrüb halt. Nicht nur, dass es naturtrüb ist, es ist halt trotzdem auch ziemlich hell, allgemein. Es ist so halt pissgelb, während die anderen halt viel Naturin. Dunkler, kräftiger waren. Bronzefarben, Bernsteinfarben, sieht das hier so ein bisschen ausgewaschen aus und trüb halt. Und da ist auch nicht so viel los. Bei dir ist mehr los als jo. Bei mir im Glas. Riecht nach Bier. Ein süffiges Zwickelbier, ja. Probier halt mal. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen sollen. Und was spricht's? Muss ich mal dich zuerst fragen. Ja. Genau, das ist das Schlechteste von den dreien bisher. Ich wollte es nicht sagen, aber der Hannes hat es schon angedeutet. Das ist. Das sieht man auch schon am Gesichtsausdruck. Boah. Ja, die anderen waren besser trinkbar. Ja. Das ist so. Das hat gleich so einen komischen Geschmack. Das ist jetzt nicht so extrem herb, aber es geht irgendwie schon. Wie du immer so schön sagst, Spülmittel. Aber nur leicht. Ja. Leicht? Aber es reicht schon aus, um halt gegen die anderen zwei abzustinken. Also ich fand. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nicht viel abgewinnen dem Grad. Das tut mir jetzt mega leid. Aber du musst da durch, du musst den Rest ja eh noch trinken. Ah, ist ja wurscht, runter damit. Wir haben ja noch eins. Das letzte ist nämlich malzig und süß. Oh. So wie du, Hannes. Da freue ich mich schon drauf. Sind wir schon so weit. So, fürs Letzte nehme ich euch nochmal hier an die Hand. Ja.
ganz gut, da muss man nicht kommen. Sorte 4 ist das Buben Schulze. Buben Schulzes schwarzes, malzig und süß. 3,8% Alkohol. Das wenigste. 5,2. Hey, wir sind einfach wirklich vom stärksten. Ja. 6,3, 5,3, 5,2. 5,2? Und 3,8. Oh, ja. Also, es ging immer eins weniger. 8 Grad Trinktemperatur. Ist das denn wirklich wichtig oder was? Was muss der als unter? Die meisten stellen hier so in den Keller. Hat jeder eine andere Kellertemperatur. Mhm. Geschmack süß, malzig, alkoholreduziert und kalorienreduziert. Mit, auch ohne Zucker. Cool. Gott, dann das sitzt ja jetzt hier. Guck dir das an. Buben Schulzes. Schwarzes, malzig, süß. Also alles, was auf dem Karton steht, steht auch auf der Flasche selber nochmal drauf. Deswegen, da sitzt da der Typ mit seiner Angel, auf seiner Trommel, mit seinem Gebläse, mit seinem Bier, mit seinem Hut. Das ist das Buben-Schulzes Schwarzes mit 3,8. Da hätte ruhig jeder eins haben können. Dann wäre der Tag perfekt, das sage ich dir. Jetzt stelle ich es mal hier neben die Flasche Gin. Was haben wir dann da oben drauf? Das ist... Hannes, mach's lieber auf, rätsel jetzt nicht, was da auch steht. Aus Görlitz, auch aus, alles aus Görlitz. Die Girls mit dem Schlitz, ja. Was ist denn schon wieder? Wo machst du denn hier das jetzt? Nimm das ein. Na, schauen wir mal das, ich damit auf Krieg. Damals im Strich, also am Meer, im Ferienlager, damals am Strich, da hat einer mit dem Deckel einen Deckel aufgemacht. Das krieg ich nicht hin. Hannes kriegt nicht mal mit seinem Ding auf, was er immer macht. Da, muss, da ist er schon einmal abgerutscht. Ah, da hast du gar einen Code drin. Wenn ihr den Code einlösen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. So. Das sind auch noch welche. Habt aber nur noch 3, weil einer ist gerade abhanden gekommen. Der wurde schon eingelöst, sag ich mal. Jetzt füllen wir uns den schwarzen Hannes ein. Ich möchte es nochmal in die Kamera zeigen. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Jetzt kannst du es einschenken. Jetzt kann ich einschenken. Jetzt hat er es gerade abgesegnet und gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Oh, Coca-Cola. Cola-Weizen. Da muss ich auch die Kapuze wieder aufsetzen, damit die sehen, dass ich es jetzt ernst meine. Cola-Weizen. Wir wollen heute noch die Halloween-Mars drehen. Da müssen wir aber erst warten, bis es dunkel ist, damit wir unsere Leuchtstäbe auspacken können. Deko, Deko, Deko der Dolphin. Ne, das wäre ja Echo. Echo, Coca-Cola. Hannes, hast Cola-Weizen. Du Wein? Ja, Cola-Weizen einfach. Weizen. So, das ist der Hannes. Was sagst du denn zu der Farbe? Coca-Cola. Ist das jetzt gut oder schlecht für dich als Biertrinker mit Farbe? Schwarz ist immer gut. Ich zwei tust du nur die Kapuze vor, da muss ich ja auch so machen, wenn ich zu dir gehöre. Jawohl. Guckt's euch an, das ist der Hannes. Hier guckt mehr Kopf raus. Du bist doch der schwarze Hannes, der Hannes Black. Da müsstest du sagen, die Farbe ist perfekt. Ja, ist es doch, schwarz ist. Aber du magst doch eigentlich kein Schwarzbier. Nein, aber eigentlich magst du Bier, was schwarz ist, sieht richtig cool aus. Die Farbe sieht cool aus, aber ich mag's nicht. Ja. Aber nicht den Geschmack meistens dann davon. Ja. Ich finde auch, das sieht gut aus. Dann denken die Leute alle, guck mal, der trinkt nur Cola. Da kannst du auch in der Schule sitzen vorne, in der Mathe-Klausur, sagst du, hey Lehrer, darf ich mal einen Schluck trinken aus meiner Flasche? Jo. Dann holst du dir so ein Glas raus, machst dein, oh, jetzt geht's mir besser, jetzt schreibe ich bestimmt die 1. Oder die 2. Also das macht es nicht zu Hause nach. Das fällt nicht auf, so meinte ich das nur. Riecht auf jeden Fall kräftig. Malzig süß, genau, kräftig. Kräftig, malzig, süß. Das hätte man nehmen müssen für die Lakritzmaß. Wir haben Malzbier vorhin gesucht. Ja, Prost. Oder Malzlimonade oder irgendwas. Ja, erstmal probieren. Moment. Wow. Die spielen gerade One Boy, Three Girls. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Was sagst du jetzt zum Geschmack? Nicht meins, nein. Da stimme ich dir diesmal sogar zu. Nicht meins. Dass es nicht deins ist, ey! Nein, es ist nicht unseres. Die ersten zwei waren bis jetzt am besten, fand ich. Also ich sag mal so, an einem feuchtfröhlichen Abend, wenn man mit Menschen unterwegs ist, in irgendwelchen Gefilden, wo Alkohol konsumiert wird und das ausgeschenkt wird in einem Glas und du trinkst das, würde ich sagen, ja, noch eins bitte. Bevor ich so einen Köstritzer trinken muss oder so, dann lieber das.
Aber es ist halt schon gewöhnungsbedürftig, ja. Ich würde sagen, halt, wenn du voll bist, dann geht dieses Bier, aber sonst auf keinen Fall. Das heißt, wir sind nicht voll oder was? Jetzt Streit anfangen? Nein, also. Nee, ja, das schmeckt halt sehr malzig. Ja. Wer kein Malzbier mag, diese süßliche Note, die dann so nach unten so malzig absackt, also der wird damit sagen, weg danke. Damit. Richtige Biertrinker, die trinken richtiges Bier. Ja. Und Malzbiertrinker, das sind halt die, Guinness. Die richtiges Bier trinken wollen können. Oh, das Guinness ist doch auch so schaumig und malzig. Ja, aber komischerweise, das ist das Einzige, was mir wirklich schmeckt. Das einzige Malzbier, was mir schmeckt, ist das Guinness, genau. Ja. Ich weiß nicht, was die damit machen, aber das Teil, das schmeckt mir irgendwie. Das Teil, so, das war's jetzt. Ach ne, müssen wir es mal austrinken, ja. Prost, Hannes. Prost, guck mal, da sind plötzlich zwei Kinder und zwei Frauen und die haben sich ein Dirty geholt. Die waren doch wahrscheinlich ein Teegut einkaufen. Netto war heute Dirty im Angebot. Dirty Peach. So, das ist keine Halloween Mask, das haben sie richtig erkannt, denn die muss noch gemacht werden. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich muss sagen, ich fand's cool. Jedes Bier hat anders geschmeckt, da waren richtig große Unterschiede dabei. Eins besser, eins schlechter. Ja. Die haben das selber vom Stärksten zum Schwächsten geordnet, was ich richtig cool finde. Normal, wenn ich sowas mache, würde ich das mit dem Leichtesten beginnen und dann zum Stärkeren hochgehen. Die haben gleich mit dem Besten angefangen sozusagen. Ich glaube, das erste war auch das, was mir am besten geschmeckt hat. Ja, die ersten zwei waren nicht schlecht. Die Farben unterschiedlich, die Geschmäcker unterschiedlich, viel Details reingelegt, trotzdem in die Beschreibung auch auf diesem Karton. Guck mal, den kannst du jetzt immer noch so machen, sieht immer noch lustig aus, kannst du noch spielen. Ne? Aber ich muss sagen, ich würde mir das Teil trotzdem nochmal kaufen. Steht ja außerdem hier seit 1869. Aus so Görlitz. Alt. Also so steht alt. Da fett und groß vorne drauf, aus Görlitz. Das ist von Pupsi. Da muss ich mich bei Pupsi bedanken. Grüße gehen raus an Pupsi, wenn du das siehst. Das ist auf deinem Mist gewachsen. Ne? Das Schwarze war richtig cool und die Etiketten waren richtig. Also das sah wunderbar aus. Ja, und die Deckel wunderbar, vor allem auch. Hat gefallen. Toll. Tolles Tasting, toller Hannes. Die Kapuze sitzt, die Frisur auch. Jo. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Johannes, ciao. So, genau, da war's.